So, willkommen in der smaragdgrüne Albtraum. Wir machen jetzt den ersten Boss. Das ist er hier, Groß hatte die Nitendra, Drachen oder vor ihm sie, den Wild, Nitendra, seine Wächterin Liebsten von im Gericht zu töten. Shalad Statt Leben einzuführen, Drasin. Als erschien ihm erstes, Angst. ich habe umgespeckt auf Shadow. Da machen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Als erstes müssen hier diese Blobs gekillt werden. Am besten immer nur einen. Die machen nämlich böse Aua. So, da kommen nämlich hier diese Maden raus. Dadurch kommt eine Menge Schaden. Dann machen die so ein. Instabiler Verfall. So. Da muss man weg von anderen gehen. Dann machen sie hier so eine, ja, wie will man es nennen? Giftwelle. So, und wenn alle besiegt sind, können wir den Boss angreifen. So, da hinten sind noch zwei. Also erst wenn diese verrottenden Schleime gekillt sind, ist der Boss angreifbar. Vorher geht es nicht. Und ja, schon wieder instabiler Verfall. Verursacht alle 3 Sekunden so und so viel Seuchenschaden, fügt bei Ablauf allen Verbündeten innerhalb von so und so viel Metern Seuchenschaden zu. Deswegen, da muss man halt wirklich aufpassen. Und ich habe schon wieder den Verfall drauf. Abstandscheck 10 Meter. Ist zu weit entfernt. Ich empfehle Deadly Boss Mods für Raids, sei es LFR, sei es normaler Raid, weil da gut angezeigt wird, dann und dann ist die nächste Aktion. Das und das sollte man machen. Dann hier der Abstandscheck, der bei manchen Bosskämpfen sehr wichtig ist. Ja, wir haben jetzt alle gekillt. Jetzt wacht der Drache auf. Der Tank steht schon bereit. Ihr sucht den Und wir Traum. können jetzt direkt Er sucht den auch Drachen euch. angreifen. So, was kann der Drache Besonderes? Gut, das werden wir dann noch sehen während dem Kampf. Abstandscheck 30 Meter ist auch sehr wichtig hier in dem Kampf. So, man Hütet sieht. euch. Verseuchter Atem, Angriff ausweichen. Immer schön dahinter stellen. Und manchmal bekommt man einen Debuff drauf, hier verrotten. Den sollte man nach außen bringen, damit der nicht die Gruppe irgendwie während dem Kampf stört. Es ist ziemlich nervig, wenn das einer mitten in die Gruppe fallen lässt. Deswegen immer schön drauf achten, Hütet euch. dass man. Gebt Oh, euch hier müssen wir jetzt eurem zur Seite. Schicksal hin. War jetzt etwas ungünstig gedreht. Nein, ich habe noch so viel zu tun. Kehrt zurück. So. Wir müssen jetzt halt auch aufpassen, dass wir die eine Marke, die wir für den nächsten Weltboss gekauft haben, nicht aus Versehen hier bei den Raids ausgeben. So, sie legt sich jetzt wieder hin, zieht das ganze Gift, sieht man hier unten als gelben Balken, zieht sie wieder ein. Und ja, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Wir machen Schaden, haben Verrotten drauf. 4, 3, 2, 1.
Und jetzt haben wir es hier hingelegt. Wie gesagt, schön an die Seite legen, verrotten. Vom Elend verzehrt. Dann ist der Bosskampf eigentlich kein Problem. Hütet euch. So, der Atem geht jetzt darüber. Das ist auch sehr praktisch. Vom Elend verzehrt. So, wir brauchen jetzt nicht mehr in die leeren Gestalt. Ist gleich down. 30 Millionen noch. Das geht eigentlich recht zügig. Und sie ist down. Wir machen hier jedes Mal passen, dafür sind die Marken zu teuer. Und wir bekommen Schmuckstück. Wow. Bombastisch. Tempo, eure Schadenszauber haben eine Chance, einen Arschschwamm herbeizurufen, der euer Ziel einhüllt und ihm im Verlauf von 10 Sekunden 154.207 Naturschaden zufügt. Das ist mal richtig nice. So, gucken wir direkt mal, was wir dafür raushauen. Hier, das hauen wir dafür raus. So, na, während im Kampf kann nicht gewechselt werden. Während dem Kampf kann nicht gewechselt werden. So, wir wollen das untere, hatten wir gesagt. Geh zu Brachius. Ja, hier jetzt bei den Trash Mob ab und zu bekommt einer hier eine. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Explosion drauf. Da sollte man als Gruppe zusammenstehen. Je mehr Leute dastehen, umso weniger Schaden bekommt derjenige. Ich glaube, wenn keine Gruppe sich hinstellt, ist er instant tot. So. Wir müssen dann halt auch noch gucken, wie wir das machen. Ich habe ja gesagt, ich möchte jeden Boss einzeln machen. Das kommt halt auch drauf an, wie schnell wir hier durch sind. So, ein Schmuckstück angelegt. Wir haben jetzt 831. Wow. Wir können ohne Probleme also die Prüfung der Tapferkeit mitmachen. Ja, toll. Ja, das ist das Problem, wenn nicht genug Leute dabei stehen. Dann ist mal ganz schnell die Leute, die da standen, tot. So. Ja, die anderen können ruhig in der Zwischenzeit weitermachen. So weit ist es ja nicht zum Laufen. Im Gegensatz zu anderen Raids, wo man teilweise wirklich ewig laufen muss. Hier vorne stehen jetzt ein paar Nutznießer, die haben wahrscheinlich keinen Bock groß zu kämpfen. Wir machen mit. Da ist auch einer stehen geblieben. Oh, ist doch schön, wenn die Leute stehen bleiben, nichts tun. Ah, hier hinten, die kommen jetzt schon. So, ja, das kannst du abhaken. Ich gehe jetzt zu gar keinem. Kein Bock nochmal zu laufen. Ich muss näher ran. Und weg ist er. Ja, wir stellen uns mal hier hin. So, wir müssen.
müssen uns jetzt so gesehen hier wieder hochheilen. Ich bin außer Reichweite. So. Ja, lauf doch mal weiter. So, komm. Ich muss näher ran. Ja, jetzt ist die Besudelung auf uns. Ich trotzte dem Albtraum schon früher. Doch nie hatte er eine derartige Macht über den Traum. Er hungert und geifert danach, sein Verderbnis zu sehen. Lasst euch nicht von seinem Flüstern in den Wahnsinn treiben. Wir können hier aufmounten. Berührung in dieser Iris. Sie ist ein Portal zur Mondlichtung. Doch der Weg wurde mit dunkler Magie versiegelt. Wir müssen die Ranken der Macht kappen, die sie binden. Jeder dieser Pfade birgt Schreckliches. Wählt einen Weg und beschreitet ihn. Mich stets an eurer Seite wissend. So, wir gehen jetzt als erstes hier rechts.